Also, DAISY, Treitnaqua, integriertes System, der biologische Ansatz der Wasseraufbereitung. Genau, heute wollen wir speziell Ihnen mal den Unterschied zwischen Flockung und Koagulation erklären. Dann natürlich ein bisschen Werbung machen für unser APF. Mhm. Last but not least über unser, ja, ich denke, zweitbestes Produkt über, oder einzigartiges Produkt über das ACO. Wir nennen es den Game Changer, der Junior Game Changer. Ja. Und schlussendlich auch, wie man wirklich Algen und Bakterien biologisch verhindern kann, zum Beispiel über Phosphatkontrolle. Mhm. Und dann wie immer zum Schluss Ihre Fragen. Bitte verwenden Sie die Chat-Funktion hier, die Ihnen zur Verfügung steht. Wir werden am Schluss alle Fragen aufzeigen und diese beantworten. Im Weiteren, diese Session wird aufgenommen. Sie steht Ihnen zur Verfügung für 7 Tage. Nachher wird diese ersetzt durch die nächste Version. Und wie immer, Sie können das ganze Programm und auch die Folien in PDF-Form können Sie jeweils von unserer Webseite herunterladen. Gut, wie immer. Genug gesagt, wir steigen ein. Eben. DAISY, oder nein, Entschuldigung, in Deutschland müssen wir sagen DAISY, das ist da wegen der Firma Viti. DAISY, Treitnaqua integriertes System, das ist wirklich der biologische Ansatz und das Motto ist, Bakterienwachstum verhindern und die nicht zu großer Population anwachsen zu lassen, um die dann mit viel Chlor abzutöten. Genau. Und wie machen wir das? Wir tun das in 3 Schritten. Schritt Nummer 1 ist die Filtration mit AFM-NG. AFM-NG, wie Sie wissen, ist 100% bioresistent und verhindert dadurch das Bakterienwachstum. Ja, die können nicht andocken, die können da nicht drauf wachsen. Okay. Genau. Schritt Nummer 2 ist die Koagulation und Flockung mit APF. Damit entfernen wir Schad- und Nährstoffe und verhindern wiederum das Wachstum von Bakterien. Ja. Ja, also keine Nahrung, kein Wachstum. Genau. Verhindern statt abtöten. Also Sie sehen, Biologie ist eigentlich sehr einfach. Ja? Genau. Und Schritt Nummer 3? Für Freibäder. Genau, ACO. Mit ACO schützen wir das Chlor vor der Sonne und wir verstärken die natürliche Entkeimungskraft der Sonne. Ja? Wenn Sie noch sehen, oder? Die Sonne, das ist die stärkste, weltweit die stärkste UV-Maschine, die wir hier haben. Die macht hier richtig gute Desinfektion und wir unterstützen die dann noch ein bisschen. Genau. Zusammengefasst, was sind die Resultate mit DAISY? Erstens, beste Filtration bis zu 0,1 Mikron, eine starke Reduktion des Oxidationsbedarfs des Wassers und weniger Desinfektionsmittel heißt weniger Desinfektionsnebenprodukte. Auch das ziemlich logisch. Weniger Chlor neben Reaktionsprodukte. Und durch das kriegen wir eben das klarste Wasser und damit auch das sicherste Wasser, die beste Luftqualität und den tiefsten Chlorverbrauch. Gut. Und wichtig, DAISY kann mit allen Desinfektionsarten verwendet werden. Ja, also auch mit Peroxid oder Salzwasserpool etc. Schritt Nummer 1 haben wir uns lang darüber unterhalten. Nochmals freie Radikalbildung, Bioresistenz, die können nicht darauf wachsen. Und als Nebenprodukt mit diesem hydrophoben NG filtrieren wir einfach mega gut. Haben wir besprochen in Session Nummer 5. Jetzt lasst uns in Session Nummer 6 gehen. Genau. So, damit kommen wir bereits zum zweiten Schritt von DAISY. Das ist die Koagulation und Flockung mit APF. Genau. Und hier ist ja auch die Frage, ja Dominik, du hast gesagt, AFM-NG ist so super gut oder filtriert runter bis 1 Mikron. Warum sollte ich jetzt noch APF verwenden? Da gibt es 2 Gründe dafür. Denken Sie an den Estée-Lauder-Faktor oder wir haben teure Frauen oder mit diesem Estée-Lauder. Das bringt uns ein bisschen Geld, aber wirklich der Punkt ist, DAISY ist wirklich sehr gut oder filtriert auf AFM ist sehr gut oder filtriert auf 1 Mikron runter. Aber hier kommen wir nochmals auf 0,1 Mikron. Und das ist ein Faktor? Also, wenn man mit Mathe sich auskennt, ist es ein Faktor von 10. Okay. Aber wenn man im Marketing ist, dann kann es auch schon mal heißen, ein Faktor von 100. Okay, also aber wir gehen zurück in die Mathematik. Faktor 10. Wir machen es nicht so wie unsere Politiker. Genau. Gut, und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Lassen Sie uns mal dran starten mit, was ist der Unterschied, Philipp? Koagulation, Flockung. Also, Koagulation ist der Prozess, wo gelöste Stoffe aus dem Wasser ausgefällt werden, grundsätzlich. Ja. Also gelöste Stoffe werden ausgefällt in kleinste Partikel,
oder auch sogenannte Kolloide. Ja? Das ist die Koagulation. Die Flockung ist der Prozess, in dem diese kleinen Partikel oder Kolloide dann in größere sogenannte Flocken, in größere Partikel verbunden werden, die dann auch mechanisch herausgefiltert werden können. Genau, und das sehen Sie sehr gut illustriert wieder durch unseren Fluor. Oder Sie haben hier gelöste Stoffe. Ich nehme jetzt zum Beispiel Phosphate, oder die sind negativ geladen, die stoßen sich gegenseitig ab und deshalb bleiben die in Lösung. Ich kann die nicht filtrieren. Wenn ich jetzt ein Koagulationsmittel dazugebe, das ist immer positiv geladen, zum Beispiel NoPhos, dann entstabilisiere ich die hier. Und durch diese Entstabilisierung kommen die zusammen und bilden diese Kolloide. Häufig sind die noch zu fein zum Filtrieren, meistens nicht für AFM, aber für Sand. Und deshalb braucht es noch eine Flockungskomponente. Das sind dann Polyelektrolyten, oder das hier sind Elektrolyten, das sind Polyelektrolyten, langkettige Moleküle. Die gehen durch das Wasser und die fischen diese kleinen Kolloide ein und bilden dann eine große filtrierbare Flocke. Jetzt, das ist in der Reaktion ein bisschen unterschiedlich, oder? Ja, ja. Kannst du uns das erklären? Ja, das ist richtig. Also wichtig für die Koagulation ist, dass sie in einem sehr turbulenten Umfeld geschieht und sie geschieht auch innerhalb von wenigen Sekunden. Ja? Also es braucht eine starke Durchmischung für die Koagulation. Für die Flockung im Gegensatz, da braucht es ein möglichst schonendes Umfeld, damit sich diese Flocken, die sind sehr zerbrechlich, ja, damit die sich formen können und nicht bereits vor dem Filter wieder zerstört werden. Genau, also wir haben beide Komponenten in APF. Wir geben das zum Beispiel über den CPM, wie wir gleich sehen werden. Da wird alles richtig eingemixt. Turbulentes Umfeld, dass diese Koagulationsreaktion sofort entstehen kann. Die geht auch sehr schnell. Wir werden das später noch beim NoPhos sehen, was eines unserer Koagulationsmittel ist. Und dann kann sich diese Flocke dann sukzessive aufbauen. Und da, je länger, desto besser. Mhm. In der DIN zum Beispiel, da gibt es eine Vorschrift, die dosieren dann in der Regel nach dem Filter. Oder ich glaube, ich habe mal gelesen, man soll es über Empirie, also über Versuch und Irrtum feststellen. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Aber zum Beispiel in der DIN heißt es, es muss mindestens 10 Sekunden gehen von der Einmischung bis in den Filter eintritt. Mhm. Finde ich eigentlich gut. Finde ich nicht unbedingt notwendig oder wichtig ist, dass wir hier Reaktionszeit drin haben. Oder? Und je länger, desto besser. Also in der Wasseraufbereitung, industriellen Wasseraufbereitung, haben Sie Reaktionszeiten von 15 und 30 Minuten über die Kanter. Das haben wir hier nicht, aber einfach hier, je länger, desto besser. Und hier auch oder in der Nachtfiltration, wenn Sie etwas runtergehen mit der Filtrationsgeschwindigkeit von 30 auf 15 Meter, haben Sie doppelte Reaktionszeit. Also das macht wirklich was aus. Gut. Ja. Nichts mehr zu sagen, nein. Gehen wir zum nächsten. Ja. Also, APF steht für All Poly Flock oder eben eingedeutscht multispektrales Koagulations- und Flockungsmittel. Das ist das einzige auf dem Markt. Wir reden jetzt kurz drüber: Koagulation und Flockung, Inhaltsstoffe. Zuerst mal noch ein Wort über die Flockung. Ja, also vielleicht das Multispektrum. Also wir haben drei Koagulations- und zwei Flockmittel drin, um das eben nicht nur dem Bereich, sondern eben dem Bereich hier abzudecken und beide mit drin. Flockung. Hier in diesem kleinen Video, denke ich, gut animiert, oder was Flockung effektiv ist. Also wir haben hier, wie gesagt, diese Polyelektrolyten, die hier, diese langkettigen Moleküle. Die werden jetzt dosiert, ein bisschen umgerührt und Sie sehen, wie die wie ein Fischernetz durch die Lösung durchgehen und diese Partikel einsammeln. Heute ist es mal ein bisschen ruhiger, eine bisschen relaxtere Geschichte. Ja, die Flockung muss auch ruhig sein. Die muss auch ruhig sein, das passt, ja. Ja, das ist spontan gut. Ja. Und Sie sehen, wie das Wasser dann eben klar wird. Oder an einem anderen Beispiel hier unten, oder mit diesen Algen, die hier in Lösung sind, Flockmittel dazugeben, leicht umrühren, reagieren lassen und dann setzt sich das oder sedimentiert. Wir haben oben klares Wasser und unten haben wir die Flocken. Wie gesagt, die Reaktion, je länger, desto besser. Ideal wären ein paar Minuten, je länger, desto besser. Mhm. Gibt es noch was? Nein.
Also, das ist es. Ah, hier kommt das. Hm? Ja. Ja, habe ich es ein bisschen vorweggenommen. Entschuldigung. Okay. Willst du das übernehmen? Ja, also wie gesagt, APF im Gegensatz zu handelsüblichen Flockungsmitteln kann eben auch gelöste Substanzen auswählen, ganz wichtig. Ein großer Teil des Oxidationsbedarfs des Wassers kommt von gelösten Stoffen. Und zweitens, wichtig, dieser Prozess muss in einem gewissen Umfeld geschehen. Das heißt, wir brauchen einen neutralen pH-Wert, ja, zwischen 6,8 bis 7,6. Und damit der pH-Wert stabil ist, brauchen wir eine gewisse Mindestalkalinität von 40 ppm. Also Alkalinität steht für Carbonathärte. Das wären jetzt in deutschen Härtegraden etwa 2,5. Oder weil, wenn Sie keine Carbonathärte oder keine Alkalinität haben, dann ist der pH-Wert einfach sehr instabil. Vielleicht noch ein Wort: APF-Puls. Ich weiß, es gibt auch ein APF-WT-Verbot-Treatment. Ja, genau. Der Unterschied ist die Konzentration. Also die Konzentration an Koagulationsmittel ist dieselbe, aber das APF Water Treatment hat eine doppelte Konzentration an Flockungsmitteln. Ja, also wenn Sie DIN-Filter haben mit 1,20 Meter Filterschicht und Geschwindigkeiten von 30 Meter und tiefer, dann wäre eigentlich das Water Treatment noch besser, oder? Weil Sie für ein bisschen weniger mehr Geld, 10% mehr, einfach mehr Flockung mitbekommen. Mhm. Das wäre aber etwas zu stark konzentriert, also wir gehen hier wirklich absolut ans Limit hin. Wenn Sie jetzt nur Filter haben mit einer Schichthöhe von 300, 400, 500 mm, dann kann das durchschlagen, speziell wenn Sie mal aus dem pH-Wert rauskommen oder keine Carbonathärte da drin haben. Also APF-Puls kann man wunderbar in privaten und in öfteren Bäden verwenden, wirklich für das Beste. Marcello setzt es auch immer ein, bei seinen Kunden nimmt er in öfteren immer das Water Treatment. Das ist einfach, ja, stärker geht nicht. Oder wir zwei würden es ja gerne viel dünner machen, oder? Weil mit Flockmittel können Sie im Prinzip unendlich viel Geld machen. Ute Denk und Neste Lode-Faktor. Und Philipp und ich, wir würden das auch. Wir werden ja auch gezwungen, oder, von unseren Frauen. Aber wir haben immer noch hier unseren Dr. Howard Reiden, der sagt, nein, wir machen nur das Beste. Nur das Beste geht. Genau. So, also jetzt nochmals dieses Zeta-Potenzial und dieser pH-Wert, den nochmals erklärt. Also Sie wissen, der pH-Wert gibt an, ob ein Wasser oder eine Lösung neutral, sauer oder basisch ist. Tiefe pH-Werte ist sauer, hohe pH-Werte sind basisch. Effektiv ist es der negative Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration. Da brauchte ich eine halbe Stunde, um das auswendig zu lernen. Was heißt das? Das heißt, wie viel Wasserstoffionen habe ich im Wasser? Ich nehme hier ein Beispiel, oder pH-Wert 0. Da haben Sie 1 Millimol pro Liter Wasserstoffionen, H+-Ionen, und Sie haben ganz, 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 ganz wenig, 0,00, da kommen jetzt 14 Nulls, OH-Ionen, Hydroxidionen heißen die. Mhm. Also nicht Hydroxylradikale, das sind jetzt Hydroxidionen, OH-Ionen. Wenn wir in einem neutralen pH-Wert sind, da haben Sie 0,0000, sind glaube ich 6,0 und dann kommt eine 1 Millimol pro Liter Wasserstoffionenkonzentration, also das wären 10 hoch minus 7 und Sie haben gleich viel OH-Ionen, nämlich auch 10 hoch minus 7, aber wir schauen uns immer nur die hier an. Und eigentlich müsste man sagen, dein pH-Wert hat ein 10 hoch minus 7 Wasserstoffionenkonzentration. Und weil es ein bisschen komplizierter ist, sagen wir dem pH 7. Mhm. Oder, aber Sie sehen das. Und wenn Sie jetzt natürlich hohe pH-Werte haben, pH-Wert 17, dann haben Sie sehr viele Wasserstoffionen, OH-Ionen und wenig H+-Ionen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass Sie hier im Neutralbereich eben gleich viel OH- haben wie H+, und deshalb sind Sie hier neutral. Wenn Sie einen tiefen pH-Wert haben, oder haben Sie mehr und mehr H+-Ionen und weniger OH-Ionen, deshalb kriegen Sie hier ein positives Zeta-Potenzial und auf der anderen Seite im alkalischen Bereich ein negatives Zeta-Potenzial. Kannst du uns vielleicht noch kurz Zeta-Potenzial sagen? Ja, also ganz, ganz einfach gesagt, das Zeta-Potenzial sagt etwas über die Ladung zwischen Partikel aus. Also wenn wir sagen, wir haben ein hohes positives Zeta-Potenzial, heißt das, wir haben
viele Partikel mit einer hohen positiven Ladung, die sich gegenseitig abstoßen. Dadurch wird Wasser auch trübe. Und auf der anderen Seite, wenn wir ein sehr basisches Umfeld haben, dann ist das Zeta-Potenzial eben negativ. Das heißt, wir haben viele Partikel mit negativer Ladung, die sich auch wiederum abstoßen und deshalb da in Lösung bringen. Genau. Und wenn Sie eben ein tiefes Zeta-Potenzial haben, wenig Spannung dazwischen, da kommen die Teile zusammen. Wir werden das in der nächsten Session, werden wir das nochmals auf Zeta-Potenzial, Redox-Potenzial, wie das zusammenhängt, werden wir das nochmals ein bisschen anschauen. Möchte ich es an einem Beispiel von Milch erklären? Oder was wir von unseren Großmüttern, also mindestens von meiner Großmutter, jetzt die Jüngeren unter Ihnen kennen das vielleicht nicht mehr so, oder die meinen, die Butter, die kommt aus dem Supermarkt, kommt sie auch, aber vielleicht wie sie entsteht, das ist noch interessant, oder? Sie kennen das, ich gehe noch mal eins zurück, oder unsere Großmütter, oder die Bauernfrauen, oder die haben die Kühe gemolken, dann haben sie Milch genommen und dann haben die mit dem Mixer oder haben die lange geschüttelt. Und was ist Milch? Das ist oder Rahm, oder das sind negativ geladene Fetttröpfchen, die sind negativ geladen, deshalb stoßen die sich ab und deshalb bleiben die in Lösung. Und wenn ich jetzt mit Mixer hier diese Elektronen abstreife, dann geht die Ladung zurück. Ich neutralisiere die Ladung und wenn ich das lang genug mache, dann kriege ich eben eine klare Lösung, die Buttermilch und die Butter. Also rein mechanisch, oder, habe ich einen Koagulations- und Flockungsprozess. Und das gleiche Prinzip, das verwenden wir auch mit dem sogenannten CPM, Zeta-Potential-Mischer. Der verändert, wie gesagt, das Zeta-Potential, deshalb heißt der Zeta-Potential-Mischer. Man kann auch sagen, es ist ein statischer Mischer. Also wir haben es nicht erfunden, das wird in der Wasseraufbereitung überall eingesetzt und einfach im Poolbereich nicht. Und das ist ja dann wieder die Stärke von Howard, oder? Wenn er sagt, es wäre doch richtig cool, wenn man das eben auch im Poolbereich einsetzen würde. Und Sie sehen das hier, wir haben hier eine trübe Lösung, oder? Wir gehen durch den CPM durch und rein durch mechanische Energie kriegen wir hier, reduzieren wir das Zeta-Potenzial, die Ladung zwischen den Teilchen und wir kriegen eine mechanische Koagulation und Flockung hin. Jetzt ist es natürlich so, Sie sehen hier, wenn Sie da Buttermilch machen, da müssen Sie lang mixen. Und hier gehen wir einfach mal schnell durch. Und deshalb, Sie müssen da doch schon ein paar CPMs hinten dran tun, wenn Sie das rein mechanisch machen möchten. Wollen wir ja gar nicht. Wir möchten ja auch noch unser APF verkaufen, das eben eine chemische Koagulation und Flockung macht. Aber wenn Sie die zwei miteinander kombinieren, dann haben Sie den besten Effekt. Ja. Du hier über die Erdung, hast du gesprochen? Nein, habe ich nicht noch gesprochen. Nicht. Nee, ich denke, das ist noch wichtig, oder? Bei dieser mechanischen Koagulation, was geschieht? Es werden Elektronen abgestreift im CPM, Partikel, die durch den CPM kommen, Elektronen werden abgestreift und die müssen abfließen. Genau. Und dadurch ist es eben auch wichtig, den CPM zu erden. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also der CPM mixt uns das Flockmittel ein und das Koagulationsmittel ein, schafft dieses turbulente Umfeld für die Koagulationsreaktion, aber zusätzlich wirkt er eben auch als mechanischer Reduktor von einem Zeta-Potenzial. Vielleicht noch schnell Vorfiltrationen vor Umkehrosmosen in diesen Entsalzungsanlagen dürfen wir in der Regel kein Flockmittel einsetzen, wegen der Membran herstellen. Mhm. Wir setzen da aber sehr häufig CPMs ein, um einfach hier schon mal mechanisch einen Bereich zu machen. Und das bringt auch 5 bis 10% Effizienz und das ist richtig, richtig viel. Genau, vor allem auch mit einer kleinen Investition, also keine beweglichen Teile im CPM, keine Unterhaltskosten. Ja, natürlich perfekt, oder? Wenn Sie wie in der Wasseraufbereitung oder häufig auch heute in öfteren Schwimmbädern oder wenn Sie zwei verschiedene Pumpen haben oder wenn Sie eine Pumpe haben für Rückspülung und eine Pumpe für Filtration, oder? Das ist in der Wasseraufbereitung immer so, das ist mehr und mehr auch jetzt bei öfteren Bädern so, weil dann habe ich das mit diesen Druckverlusten nicht, die ich beim CPM, beim Rückspülen haben könnte. Aber wirklich, also auch liebe Planer, Reto, ich weiß, du hörst uns zu, CPM bringt es, oder? Das bringt eine deutliche Verbesserung.
Gehen wir vielleicht noch eins weiter. Wollte ich da vorhin noch was haben? Vorher hatten wir noch die Dosierung. Ah ja, ja, ja. Ja, lass uns da noch schnell mal eins zurückgehen. Genau, die Dosierung. Genau, Dosierleistung ist, wir sagen immer, also jetzt beim Privaten 1 Milliliter pro Kubik Umweltleistung, circa. Und schauen Sie, dass Ende der Saison der Kanister leer ist, dann können Sie dann nächstes Jahr wieder einen neuen hinstellen. Also das wäre die minimale Dosierrate. Nicht? Aber jetzt in öfteren Bereichen, wir empfehlen als Startpunkt 1 Milliliter pro Kubik Umweltleistung. Und dann nach 14 Tagen, oder wenn das Wasser super klar ist, man könnte auch Aluminium noch messen, kann man das mal auf 50% reduzieren, schauen, ob es so bleibt. Man kann das so 2-3 Mal machen. Gehen Sie nicht unter 0,3 Milliliter, denken Sie an den Estée-Lauder-Faktor, an unsere Frauen. Ich habe noch Kinder, also ist doppelt schlimm. Hier sehen wir in diesem Video, oder wie das in diesem CPM zu und her geht. Also das ist wirklich ziemlich aggressiv, oder wie das hier eingemischt wird. Da gibt es auch leichte Kavitationsreaktionen. Man kann den auch einsetzen nach dem Filter. Nach dem Filter wäre es dann aber mehr zum Bakterienflocken, die allenfalls noch durchkommen, zu zerschlagen. Also jetzt bei Warmwasserbecken, wo höhere Legionellengefahr oder Pseudomonadengefahr wäre, da drin werden wirklich Bakterienflocken zerschlagen. Aber wir jetzt vor dem Filter, wir brauchen es wirklich für diese Einmischung und für dieses turbulente Umfeld. Und ich denke, man sieht es sehr eindrücklich, es ist turbulent. Ein Wort noch zu den Pumpen. Sie sehen hier eine Ständerpumpe, es könnte eine andere sein, aber bitte nehmen Sie wirklich peristaltische Pumpen, keine Impulspumpen oder Puff, Puff, sondern lieber zip. Und bitte auch nicht große Pumpen, wo Sie sagen, ja, die kosten weniger. Oder weil normalerweise kosten ja hohe Dosierleistungen mehr und kleine weniger. Bei Flockungspumpen ist es genau umgekehrt. Oder die Pumpen, die so kleine Mengen wie 5 Milliliter oder 10 Milliliter dosieren können, die kosten mehr. Also was nicht gut ist, ist eine Minute flocken und dann eine Stunde zu warten. Das ist falsch. Sie müssen es wirklich permanent machen. Und ich glaube, wenn Sie sich jetzt nochmals Koagulation und Flockung zu Gemüte führen, dann verstehen Sie auch, warum das so sein muss. Ja. Okay, jetzt hin und wieder kommt natürlich die Frage auf, brauche ich einen CPM, um zwingend, um APF zu dosieren? Es gibt Situationen, wo ich keinen Platz habe, in einer bestehenden Anlage ein CPM einzubauen. Es gibt Situationen, in der ich nicht den Druckverlust haben will oder haben kann. Wenn ich entscheiden muss zwischen guter Rückspülung beispielsweise und einem CPM, dann wäre die Entscheidung gute Rückspülung. Genau, ja. Also denken Sie da, vor zwei Lektionen haben wir genau den Fall besprochen, ja. Oder? Wenn Sie jetzt in einem Privatbad halt wirklich die gleiche Pumpe haben oder für Rückspülen und für Filtrieren, was wir in der Regel haben, dann muss das halt schon noch so sein, dass Sie auch mit diesem CPM immer noch den Filter rückspülen können. Wenn Sie das nicht mehr sauber können, CPM vergessen. Mhm. Sorry, liebe Bänke, ihr produziert die für uns, aber dann lieber nicht. Also Rückspülung ist wichtiger. Also es ist wirklich mega gut, vor allen Dingen, wenn die geerdet ist, aber ich muss ihn noch rückspülen können. Mhm. Philipp, was mache ich, wenn ich es... Also ich habe grundsätzlich zwei gute Alternativen zum CPM. Das eine ist, dass ich APF unmittelbar vor der Umweltpumpe zudosiere. Dann macht der Impeller die Durchmischung für die Koagulation. Ich habe dann auch noch möglichst viel Distanz bis zum Filter für die Flockung. Oder ich dosiere es direkt in die Entleerschraube. Genau. Drainblock. Er ist mehr im Englischen zu Hause, wie Sie sehen. Ja, das ist natürlich perfekt, oder? Weil innerhalb von Sekunden ist es im Impeller und da haben wir diese Einmischung. Wir haben keine Abführung der Elektronen, aber das funktioniert sehr gut. Ich weiß, dass viele Planer sagen, nein, das muss immer nach der Pumpe dosiert werden. Bin ich nicht einverstanden. Ich habe jetzt wirklich viele Beispiele gesehen, aus meiner Sicht definitiv vor der Pumpe. Nicht 20 Meter vor der Pumpe, unmittelbar vor der Pumpe. Nicht, dass Sie die Flocke aufbauen und die dann wieder zerstören. Aber wenn Sie das einen Meter vor der Pumpe nehmen, die Geschwindigkeit wissen wir, 1,5 Meter pro Sekunde. Also nach einer Sekunde sind Sie im Impeller drin. Also das passt. Genau. Das passt.
Da liegen Sie deutlich besser, als wenn Sie das danach machen. Wenn Sie es jetzt aber trotzdem danach machen, bitte auch wieder, liebe Schwimmbadbauer, liebe Planer, so nahe wie möglich bei der Pumpe. Darf ich mal schnell? Mhm. Also nicht hier gerade da vor dem BESCO-Ventil oder vor dem Filter. Dann haben Sie kurze Reaktionszeiten, möglichst lange. In der DIN ist es ja vorgeschrieben, dass mit diesen 10 Sekunden, das ist gut, je länger, desto besser. Ob es jetzt 10 oder 5 Sekunden sind, finde ich gar nicht so entscheidend. Also wirklich, was Riesendifferenz macht, ist diese Einmischung hier. Macht eine Riesendifferenz. So, Sie wissen ja, früher vor der Pandemie sind wir gerne und oft gereist. Hier war ich in Madrid. Da gibt es in Madrid so gibt's ein Delfinarium, 2000 Kubik. Das Ding ist 30 Jahre alt. 9 Delfine, die hier drin sind. Und Sie sehen, das ist die Filteranlage, die ist 30 Jahre alt. Das sind Kolplast-Filter, 30 Jahre alt, FB-Filter. Das ist alles, also die Filter sind immer noch tiptop, die sind einfach sehr schmutzig. Das sind die Pumpen, das sind Vorfilter, Kalkplast-Vorfilter, gerade vor der Pumpe. Sie sehen, das ist Seewasser, alles verrostet. Die hatten schon AFM drin und die haben da auch wirklich eine deutliche Steigerung in der Wasserqualität erfahren. Ich war dann aber mal da und habe gesehen, die haben so viele Dinge suboptimal gemacht oder man kann sagen falsch gemacht, was man dann... was wir dann korrigiert haben. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Also schnell zwei Punkte, die hatten da verschiedene Pumpen und immer nur mit einer Pumpe die Filter gespült. Wir haben das dann auf zwei erhöht, das hat natürlich was gebracht. Aber drei andere Geschichten, die jetzt mit unserem Thema zusammen haben, die wirklich einen sehr großen Effekt gebracht haben. Punkt 1, die Einmischung. Oder das hier ist die Leitung, die zu den Filtern geht. Also die kommt hier und verteilt sich dann auf die Filter. Oder? Also da oben irgendwo, also da hinten, unten, da ist die Pumpe, die kommt dann hier so und die verteilt sich dann hier auf die Filter. Und das ist die Dosierstelle, das wir mit diesem roten Kugel haben. Also Sie haben so eine Leitung, das war 400 oder 500 Millimeter, dann haben Sie hier so ein Dosierstellchen, oder? Und da passiert natürlich nichts. Okay, in Deutschland weiß ich, Sie haben richtige Injektionsstellen oder in die Mitte und dann gegen den Fluss, oder dass sich das besser verteilt. Besser natürlich ein CPM oder eine richtige Vermischung. Aber das hier, da passiert gar nichts. Oder da wandert das Flockmittel einfach im Rohr entlang. Da passiert überhaupt nichts. Also das haben wir geändert. Rieseninvestition, 10 Minuten Arbeit. Oder haben diesen Schlauch hier umgesetzt und haben den hier in den Vorfilter, diesen Kalkplast-Vorfilter vor der Pumpe gemacht. Also hier ist die Pumpe, hier ist der Vorfilter. Das hat einen gewaltigen Effekt gemacht. Wie viel? Kann ich Ihnen nicht im Detail sagen, aus zwei Gründen. Das Zweite, was Sie gemacht haben, die haben diese billigen Pumpen hier gehabt, also hier für P und für Chlor, aber die gleiche war dann auch für die Flockung. Und er hat gesagt, Jungs, kauft euch, es waren 400, 450 Euro, oder eine Ständepumpe bei PS Pool und dosiert das mit der. Oder die haben mit der, oder weil die dosiert irgendwie 3 Liter, die haben dann immer nur in der Nacht dosiert und dann immer nur ein paar Minuten und dann wieder... Rest der Stunde abgewartet, das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann hatten sie noch, ich sage es jetzt mal nett, ein suboptimal Flockmittel, also da war mehr Wasser drin als irgendwas anderes. Oder mit, wie gesagt, man kann da unendlich Marsche machen. Die sind dann aufs APF gegangen. Also nochmals uralt, aber lassen wir uns mal die Resultate anschauen. Sie sehen es hier, oder? Das sind da meine Freunde, die Delfine. Das war nach dem Ende. Schauen Sie mal diese fantastischen Tiere an. Wunderbar, hä? Das ist das Baby hier. Und Sie sehen, hier hinten sehen Sie die Wand, oder? Das haben Sie früher nicht gesehen. Sie konnten die Delfine sehen, so in diesem milchigen Wasser, aber hier, Sie sehen also wirklich bis hinten an die Wand, irgendwie 20, 30 Meter weit. Das war vorhin nicht möglich. Ich darf jetzt nicht genau die Werte sagen, wie hoch das die Trübung, gebundenes Chlor und Chloroform, also Triologenmethane, hier reduziert wurden, aber ich kann Ihnen sagen, es war ordentlich. Also beim bei der Trübung, ich gebe Ihnen mal einen Hinweis, war ein Faktor von 5. Sehr stark reduziert. Die hatten übrigens auch eine Mitteldruck-UV-Anlage drin. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, um Chloramine zu reduzieren. Die haben wir abgeschaltet. Die sparen jetzt 8 Kilowatt Strom pro Stunde ein, mal 24, 23. Also da kommt auch ein bisschen was zusammen. Also mit ganz kleinen Dingen große Änderungen gemacht. Und das habe ich zusammen gemacht hier da mit meinem Freund, mit dem Armando von PS Water. Das ist die Trainerin, die hier die Delfine trainiert. Also,
Ich bin völlig begeistert, es ist richtig schön, um da hinzugehen. Nochmals, wir sind nicht für Dolphinarium, aber wenn es sie gibt, wir können was tun, oder? Und hier jetzt im Zusammenhang Flockung, oder? Richtige Pumpe, eben peristalgische, richtiger Einsatzpunkt und idealerweise dann noch das richtige Produkt und dann kommt es gut. Okay. War jetzt also, ein bisschen lang, jetzt geht es wieder okay. Dir. Das sind auch wirklich schöne Bilder, diese Delfine, schöne Tiere. Also, wir fassen, du sprichst von mir. Du kannst das. So, also fassen wir zusammen APF. Warum APF? Erstens, für beste Filtration, glasklares Wasser, Entfernungsleistung von 0,1 Mikron. Ha? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, für optimale Sicherheit. Ha? Hier geht es insbesondere beispielsweise um die Entfernung von Pathogenen, wie zum Beispiel Cryptosporidium. Genau, ja? Lass mich da was dazu sagen. Und du kannst uns dann vielleicht noch dieses Krypto-Thema erklären. Also, erster Punkt, wie es Philipp gesagt hat, oder einfach klares Wasser. Und es sieht einfach auch cool aus, oder? So ein nicht klares Wasser ist einfach nicht cool, oder? Ist einfach nicht schön, oder? Also, klares Wasser ist sicheres Wasser und schönes Wasser. Aber hier jetzt nochmals bei Kryptosporidien, weil das kennen wir in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich eigentlich fast nicht. Philipp, wird uns erklär es mal kurz und dann komme ich nochmals zurück. Also gut, dann gehen wir doch gleich hier hin. Da sieht man das nämlich auch. Also Kryptosporidien sind Einzeller, das sind Tiere, ist ein Parasit, der fäkal ins Beckenwasser gelangt. Mhm. Ja? Ich muss das nicht weiter erläutern, was das bedeutet. Und jetzt wird es immer besser, oral aufgenommen wird, das heißt durch das Trinken des Wassers. Und Krypto führen zu sehr starkem Durchfall und auch, können auch zu sehr starken, schweren Darmkrankheiten führen. Oder? Da gibt es also auch eine Mortalität von 1 zu 400, ja. Also ein Mensch von 400 Erkrankten, speziell wenn man geschwächtes Immunsystem hat, erinnert ein bisschen an dieses Covid-19, oder? Stirbt da. Genau. Und was ist jetzt mit diesem? So, und was das Ganze eben noch schlimmer macht, ist also nicht nur ein ganz übler Parasit, sondern ist auch außerordentlich chlorresistent. Also wir wissen, 5 Milligramm pro Liter freies Chlor können Kryptos mit über 5000 Stunden überleben. Also im Prinzip chlorresistent in unserem Umfeld. Ja, also der kann wirklich. 5000 Stunden sind 80 Tage. Genau. Jetzt, the good news ist, Kryptos sind relativ groß, 3 bis 6 Mikron. Das heißt, mit AFM-NG können die bereits sehr effektiv und effizient herausgefiltert werden. Nicht aber mit Sand beispielsweise. Ja, 20 Mikron oder 95%, oder die 5%, die können dann reichen, dass sie durchkommen. Und hier spielt einfach wirklich Koagulation und Flockung eine wichtige Rolle. Genau. Und das ist einer der Punkte, warum Flockung in Deutschland, Schweiz, Österreich Pflicht ist. Oder in den USA ist das nicht Pflicht. Ist es Pflicht. Jetzt, wir messen ja diese Krypto bei uns nicht. Wir nehmen das nicht wahr. Aber in England, in USA, in vielen Ländern Asiens, da müssen sie jeden Kryptofall melden. Mhm. Und dann geht man hinten dran und schaut, von wo das die kommen. Und die kommen doch in etwa 5% der Fälle kommen die von Schwimmbädern. Und das kann auch bei uns sein. Oder wenn ich jetzt kanalisierte Filterbäder habe und so, dann kann das bei uns eben auch auftreten. Wird aber einfach nicht wahrgenommen, weil wir es nicht messen. Genau. Auch das wieder erinnert irgendwie an SARS-CoV-2. Also es ist ein Problem. Und das kann man sehr gut, wie du es richtig gesagt hast, mit guter Filtration kann man das lösen. Und deshalb AFM und noch besser DAISY. Genau. Gut, hat was mit Sicherheit zu tun. Und der dritte Grund, warum APF? Ja? Eines der Stoffe in APF ist unser NoPhos. Und NoPhos kommt von No Phosphates. Genau. Ja? Also ein Phosphatentferner. Ja? APF 20 Liter Kanister hat 1,5 Liter NoPhos drin. Vielleicht ganz kurz erklärt, also Phosphat hat eine dreifach negative Ladung, NoPhos hat eine dreifach positive Ladung. Schön illustriert hier. Hier ist das Phosphat. Genau. Dreifach negativ geladen. Genau. Dadurch hier ist NoPhos dreifach positiv geladen. Ja. Entsteht eine starke Anziehung und entsprechend kann Phosphat, das ja gelöst ist, ausgefällt werden. Genau. Oder das ist eben Koagulation.
So, wir haben da auch ein einzelnes Produkt, oder? Weil im APF haben Sie genügend, um die Phosphatwerte tief zu behalten. Aber wenn Sie jetzt mit einem hohen Phosphatwert starten, dann sollten Sie diese Phosphate trotzdem schon mal rausnehmen. Und für das hat Howard unser Produkt Nophos entwickelt. Mhm. Es war eines der ersten, das auf dem Markt war. Ich glaube, die Firma Benke hat dafür auch mal noch einen Gold-Innovationspreis gewonnen oder zusammen mit AFM, weiß ich nicht mehr. Anyway, es war Gold. Das ist wirklich die. Phosphateinzug ist die biologische Lösung, eben verhindern statt abtöten. Also eigentlich töten wir sie auch ab, wir hungern sie aus. Biologische Lösung gegen Algenwachstum. Wir haben das als Einzelprodukt. Jetzt hier fehlt irgendwas, der die Folie gemacht hat. Ich glaube, ich war es. Ja, kommen wir nochmal drauf. Ja, ja. Fangen wir schnell drauf. Von wo kommen diese Phosphate? Also Phosphate haben verschiedene Ursprünge. Einerseits Dünger, landwirtschaftlicher Dünger oder halt auch Dünger, der im Garten verwendet wird, mhm. im Rasen ums Becken herum. Du hast das erlebt. Ja, genau, kurze Geschichte dazu. Oder vor ein paar Jahren, da hatte ich meinen Pool natürlich mit Daisy, aber noch mit Bayersoft. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Sind in den Urlaub gefahren, sind zurückgekommen, das Wasser immer noch sehr klar, aber überall Algen. Und das kam mir doch sehr spanisch vor. Da habe ich meine Frau mal gefragt, war der Gärtner hier? Hat er irgendwas? Ja, der hat noch ein bisschen gedüngt, oder? Dann habe ich den Gärtner kurz interviewt und gesagt, ich bin nicht böse, aber bitte sag mir, was du gemacht hast. Ja, ich habe dann halt bei dir im Pool kurz die Kannen da ausgewaschen, oder? Der hat mir richtig schön Phosphate hier reingebracht, oder? Und das ist die Nährlösung für Algen und deshalb war es da. Also das ist nicht gut. Also wirklich Dünger ist nicht gut für Pools. Von da kann es kommen. Genau. Trinkwasser nehme ich vielleicht auch noch schnell. Da war ich auch Dinslaken. Jetzt ist es mir in den Sinn gekommen. Ich war da mal für einen Sobra-Partner in Dinslaken. Die hatten auch da verschiedene Probleme. Das werden wir später mal vielleicht mal besprechen. Die hatten im Füllwasser 4 ppm Phosphat. Das ist ein Riesenwert. 4 ppm Phosphat. Und wie kommt das? Wenn Sie ein altes Leitungsnetz haben oder mit diesen Metallröhren oder die korrodieren und deshalb dosieren da die Wasserwerke Phosphat als Korrosionsschutz. Und da können Sie dann, also das ist jetzt wirklich ein Megawert oder 4 Milligramm oder wirklich eine Nährlösung, werden diese Phosphate dosiert. Und dann kann es sein, dass Sie vom Trinkwasser eben schon viele Phosphat rein haben. Mhm. Dann aber noch die letzten zwei. Ja, Badegäste sind natürlich ein weiterer Faktor. Hautschuppen, Bakterien, die ins Wasser getragen werden und schlussendlich die Umwelt. Also alles, was reingewindet wird, reingetragen wird durch Vögel, durch Blätter, durch Pollen und so weiter. Alle organischen Stoffe haben Phosphate. Alle. Und deshalb haben sie natürlich vor allem im Freibecken haben sie verstärkten Phosphateintrag. Gut. Da steht wieder was für Dr. Meier. Ich bringe dann meine andere Geschichte. Ich denke, um das ganz einfach zu sagen, also Phosphate ermöglichen den Nährstofftransport zu den Zellmembranen. So ist es, oder? Und wenn wir also diese Phosphate entziehen, dann bedeutet das für die. Das kommt jetzt ein bisschen. Langsam hier, also ohne Phosphate heißt, es hat zwar genügend Nährstoffe im Wasser für Algen, aber sie können diese nicht transportieren. Ja, das heißt, schlussendlich, die Zellen sterben, verhungern. Also, ich hab das früher immer mit Vitamin C verglichen, oder? Das ist, wenn Sie die Seefahrer nehmen, oder vor 200-300 Jahren, oder wo die denn mit Kolumbus über den Ozean, da waren die gesegelt sind, die waren da 3 Monate unterwegs, oder? Und die hatten dann nach kurzer Zeit kein Vitamin C mehr, oder? Und die sind, die haben überlebt, oder? Aber so nach 6, 8, 12 Wochen haben die Skorbut bekommen, oder? Also diese Krankheit. Mhm. So wie wir Vitamin C brauchen, brauchen einfach Algen und Bakterien, brauchen einfach Phosphate, sonst kommt es nicht gut. Jo. Noch eins weiter? Genau, so noch vielleicht ein letztes Wort zu Phosphaten, aber ganz wichtig hier, es gibt in Schwimmbaden reden wir von zwei Arten von Phosphaten. Einerseits die sogenannten Orthophosphate, das sind gelöste oder freies Phosphat, das sich im Wasser befindet. Und es gibt organisches Phosphat, welches in Algen und Bakterien gebunden ist. Ja? So, jetzt nehmen wir einen Photometer.
und testen das Wasser. Wir messen null Phosphat. Was heißt das? Heißt das, wir haben kein Phosphat im Wasser? Nein. Tatsächlich? Nein, weil mit dem Photometer oder auch mit unserem einfachen Testkit, oder das ein bisschen billiger ist, das Photometer ist besser, ist präziser, geht aber 10 Minuten. Mit dem Photometer oder jetzt auch mit unserem Testkit messen Sie Ortephosphat, frei gelöstes Phosphat. Wenn Sie jetzt aber die Situation haben mit diesem veralteten Becken, da kann es sehr gut sein, dass Sie null Phosphate messen, weil alle Phosphate in den Algen drin sind. Wenn Sie jetzt einen Klarstoß machen, also Sie saugen die Algen nicht raus, Sie machen auf den richtigen Klarstoß oder oxidieren die auf, die Algen sterben ab, das Phosphat geht von den Algen wieder zurück ins Wasser, dann haben Sie richtig hohe Phosphatwerte. Und deshalb kann das ein Trugschluss sein, oder? Ich messe hier Phosphat, ja, keine Phosphat, ich habe kein Phosphatproblem. Doch, ich habe ein Phosphatproblem. Das ist nämlich hier im Grünen in den Algen drin. Und ich glaube, gut illustriert ist es hier mit dem Eisberg oder die Situation jetzt mit den Algen ist so, dass wir vielleicht nur ganz wenig oder gar kein Ortephosphat messen können oder aber dass unten dran ein riesiger Eisberg dranhängt oder wo dieses Phosphat drin ist. Mhm. Also ganz wichtig, wenn ich hier Algenprobleme habe, nicht einfach nur eine Stoßklarierung machen, du kannst eins weitermachen, sondern Stoßklarierung und dann wirklich die Phosphate rausholen, Genau. Mhm. Machen wir noch eins weiter. Wir müssen da ein bisschen Gas geben. Genau. Wir sind da wieder ein bisschen zu lange. Zusammenfassung hier. Genau, aber vielleicht hier. Also ja, wir entfernen Phosphate. Es macht das Wasser auch klarer. Bessere Filtration und es ist wirklich ein natürliches Produkt. Wir haben Howard hat es entwickelt für Aquarium. Aber lassen Sie mich noch kurz auf die Behandlung kommen. Also Sie sehen, wir haben 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter Kanister und da hat Florian für uns hier geschrieben, die vorbeugende Behandlung und die intensive Behandlung. Intensive ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort. Die gemessene Behandlung. Wenn Sie jetzt messen, ich nehme jetzt nochmals Dinslaken oder 100 Kubik, Sie haben 4 ppm Phosphat im Wasser. Sie haben 100 Kubik Becken. 4 ppm ist 4 Milligramm pro Liter oder 4 Gramm pro Kubik. Dann hast du 400 Gramm Phosphat. Um 1 Gramm Phosphat zu binden, brauchen Sie 10 Milliliter. Ist hier 10 Milliliter, um 1 Gramm Phosphat zu binden. Dann brauchen Sie 4 Liter von diesem NoPhos, um dieses Phosphat zu binden. Die meisten messen das jetzt aber nicht, oder? Weil eben das Photometer geht 10 Minuten, die Zeit hat niemand. Die meisten dosieren das jetzt einfach präventiv, zum Beispiel 100 Milliliter auf 50 Kubik. Und jetzt kommt noch so ein Game Changer, der auch ganz wichtig ist, auch wieder eine Geschichte aus meinem Leben. Dosieren Sie das idealerweise über den Skimmer oder über die Rinne. Sie können es natürlich auch direkt ins Becken rein dosieren. Und da hat es eigentlich auch die beste Wirkung. Aber das kann richtig falsch rauskommen. Ich erzähle schnell die Geschichte. Nadine, nimm uns mal groß, dann wird es nicht ganz so. Genau so. Was ist passiert? Wir hatten einen Kindgeburtstag oder von meinem älteren Sohn und Pool war eigentlich alles tiptop, aber ich hatte noch ein bisschen Zeit und dachte, komm, ich schmeiße jetzt noch ein bisschen NoPhos ins Becken rein. Das reingetan und es ist eigentlich gar nicht wirklich viel passiert. Das Wasser ist fast gleich geblieben. Dann habe ich den Dolphin noch angeschaltet und die Gegenstromanlage angeschaltet. Und meine Damen und Herren, innerhalb von einer Minute konnten Sie nicht mehr so tief ins Wasser reinsehen. Also nicht mehr so tief. Es war total trüb. Warum? Weil wir haben dieses turbulente Umfeld geschaffen. Diese Koagulationsfunktion hat stattgefunden. Oder? Und die Partikel koaguliert und es war dann einfach wirklich trübe. Und Sie können sich meine Frau vorstellen, oder? Und auch meine Kinder. Also ich wurde nicht der Held des Tages. Definitiv nicht. Und deshalb, das geht dann über 24 Stunden oder noch länger, bis das über den Skimmer oder in meinem Fall über die Rinne nach Hydraulik dann abgetragen wird und über den Filter ausgefiltert wird. Da wird immer auch ein Teil an den Boden runter sedimentieren. Die Frage ist auch immer wieder mal gekommen. Mhm. Ich habe hier so ein graues, gräuliches Pulver. Ja, das ist dann eben das koagulierte Phosphat mit dem NoPhos koagulierte Phosphat, das dann auf dem Beckenboden liegt. Das kann man raussaugen mit dem Handsauger oder mit dem Dolphin. Nicht, wenn er einen Filtersack hat, aber mit einer Kartusche kriegt man das wieder raus. Also wenn Sie sich Ihr Leben nicht erschweren wollen, dann nehmen Sie einfach, dosieren Sie es über den Skimmer, sind Sie auf der sicheren Seite. Mhm. Gut, kannst du wieder zurück in die Präsi.
So, das sind die Geschichten, ja, die das Leben schreibt. Ja, genau. Oder? Also in 32 Jahren Ehe erlebt man doch das eine oder andere. Philipp, ACO. Gut, also ACO. Junior Game Changer. Schritt 3, der Junior Game Changer. Also, ACO hat zwei wichtige Eigenschaften. Bevor wir hier einsteigen, wir verwenden ACO in Freibecken. ACO nutzt die Kraft der Sonne. Und wir haben zwei Möglichkeiten der Dosierung. Einerseits die manuelle Dosierung, andererseits die Dosierung über Dosierungspumpen. Wir empfehlen in der Regel die manuelle Dosierung. Genau, also speziell für Privatbäder. Die Dosierung beträgt im ersten Monat empfehlen wir 2 Liter pro 100 Kubik. Das wäre 1 Liter pro 50 Kubik. Und danach die Hälfte, also 1 Liter auf 100 Kubik. Und warum empfehlen wir die manuelle Dosierung? Weil man sollte eigentlich den Kanister etwas schütteln. Oder da hat es Partikel drin oder die sedimentieren. Und wenn ich die halt über die Dosierpumpe über 6 Monate dosiere, kann es sein, dass ich am Anfang Wasser dosiere und am Schluss Partikel oder umgekehrt. Und beides ist nicht so gut. Sie können das statt einmal die Woche, können Sie das jetzt auch eine, wenn Sie jetzt ein 50 Kubik Becken haben, nehmen Sie einen 5-Liter-Kanister, schütteln den, dosieren den und nach 2 Monaten kommt dann der nächste. Natürlich in öfteren Bädern, idealerweise, wenn Sie es über eine Dosierpumpe dosieren, weil da dosieren Sie dann vielleicht einen Kanister, gell, Marcello, einen Kanister pro Woche. Oder das zweite Punkt, warum wir, ich eher für die manuelle Dosierung bin, das Produkt ist relativ basisch. Und es kann dann halt gerne mal die Impfstelle zuwachsen und dann wird gar nichts dosiert. Und das ist der Worst Case, oder? Das ist also, schlimm. Ja, vor allen Dingen auch finanziell gar nicht gut. Das haben wir nicht gerne. Unbedingt bitte nicht vor dem Filter. Das muss nach dem Filter dosiert werden. Zwingend. Wenn Sie es vor dem Filter dosieren, zusammen mit APF, da kriegen Sie eine kationische und eine anionische Flockung. Das macht Ihnen den Filter zu. Ist uns auch mal passiert bei Bünger und Fräse und das ist nicht gut. Also nach dem Filter. Gut, ich nehme den jetzt auch noch, das sind ja schließlich meine Kunden, oder genau. Du darfst dann bei den Amerikanern besser mehr. So, was Philipp gesagt hat, wir schützen das Chlor vor der Photoreduktion. Sie wissen, dass Chlor, ich habe das hier unten, Chlor hat eine Halbwertszeit von 40 Minuten. Das heißt, wenn ich ein ppm Chlor habe, ich habe voll Sonnenschein oder dieses kurzwellige Licht von der Sonne, das zersetzt mir das Chlor. Ich habe in 40 Minuten verliere ich 50%, ohne dass ich irgendeine organische Belastung drin habe. Ich kann das verhindern, indem dass ich Isocyanursäure einsetze, also dieses Stabichloran. Ich finde es nicht ideal, also jetzt vornehm genug ausgedrückt, also ich finde es scheiße, weil wenn Sie hier 50 ppm Cyanursäure drin haben, da geht Ihre Desinfektionskraft um über die Hälfte zurück, oder das sehen Sie hier oben. Sie müssen entsprechend dann höher dosieren. Also ja, Cyanursäure schützt das Chlor von der Fotoreduktion, ACO auch. Und Cyanursäure ist auch ein organisches Produkt. Also Sie kriegen hier wieder Organik rein. Das ist wiederum Futterquelle für heterotrophe Bakterien. Deshalb, wir finden das nicht gut. Es ist ja auch in Deutschland, Schweiz, Österreich im Dachraum verboten. Im öfteren Bereich darf man es nicht einsetzen. Frankreich, USA und so darf man weiterhin mit stabilisiertem Chlor, also zum Beispiel mit Chlortabletten, darf man da fahren. Was passiert? Kommt das jetzt hier oder kommt das in der nächsten? Genau, wir nehmen, glaube ich, hier die nächste. Also wir schützen das vor dem, wir schützen das, gibt das noch schon eins, vor der Fotoreduktion. Und warum? Oder weil das kurzwellige Licht wird in eine längere Welle abgeleitet. Jetzt, je kürzer die Welle, desto mehr Energie hat die Welle. Das längerwellige Licht hat weniger Energie, oder? Und deshalb weniger kurzwelliges Licht, weniger Fotoreduktion. Dieses kurzwellige Licht von der Sonne spaltet auch im Wasser Wassermoleküle in freie Radikale. Habe ich schon darüber gesprochen, sehr starke Oxidationsmittel, oder die hier, die dann eben organische Stoffe komplett oxidieren und es gibt keine Nebenreaktionsprodukte, sie kommen in den einzelnen atomaren Zustand, bildet sich wieder nur CO2, Wasser und Wasserstoff, Stickstoff. ACO kann diesen Effekt nicht machen, es kann den nur verstärken. Das heißt, wir brauchen dieses kurzwellige Licht und wir spalten hier, wir lenken dieses kurzwellige Licht in eine längere Welle. Diese Energie, die dabei frei wird,
die hilft eben, Wassermoleküle in freie Radikale zu spalten. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, ohne Sonne passiert hier gar nichts. Und deshalb bringt es auch nicht, das im Hallenbad einzusetzen. Da kommen immer die Frage, ja Dominik, weißt du, wenn ich eine Überdachung drüber habe, also auch unter einer Überdachung passiert hier nicht viel, oder weil die Überdachung schon sehr viel von diesem kurzwelligen Licht hier rausnimmt. Wir arbeiten noch an einem ACO Plus Booster X-Stern, das dann auch in Hallenbäden funktionieren könnte, aber das sind wir noch nicht so. Mit künstlichem Licht, ja. Ja, aber jetzt nochmals, im Moment nur für Freibäder, Dosierung ist 1 Liter auf 100 Kubik, idealerweise die ersten 4 Wochen doppelt so viel. Die letzten 4 Wochen können Sie weglassen. Wir erhöhen die Halbwertszeit von Chlor um Faktor 300 und wir reduzieren nicht die Oxidationskraft, wir verstärken sie. Und das sehen Sie auch, oder zum Beispiel am Redoxpotential, oder wenn Ihr Rollladen geschlossen ist, Sie haben 0,5 freies Chlor drin. Redoxpotential von 700. Sie machen den Rollladen auf, die Sonne kommt rein, Sie bilden freie Radikale, da läuft das Redoxpotential um gut 50 Millivolt nach oben innerhalb von einer halben oder von einer Stunde. Gut, Chloramine und Trübungen werden bis zu 50% reduziert. Das kommt ein bisschen drauf an, von wo man startet. Aber hier vielleicht auch eine Fallstudie, wieder aus Spanien, Terra Natura, das ist ein großer Wasserpark. Nicht beschissen. Schlechte Filtration, oder? War auch nicht AFM und so. Die hatten ein Problem, dass die relativ hohe gebundene Chlorwerte haben und für ein Außenbecken 0,3 bis 0,4 ist richtig hoch. Die hatten ziemlich viel Trübung, 1,2 NTU, also das ist richtig nicht gut. Mhm. Und auch sehr hohen Chlorverbrauch. Und unser Partner PS Pool hat dann auf unsere Empfehlung einfach hier ACO dosiert, nicht ACO dosiert, oder so, wie wir es vorhin besprochen haben. Und nach 4 Wochen sehen Sie, ist das gebundene Chlor ist auf die Hälfte runtergekommen. Also wenn Sie jetzt schon auf 0,1 starten, geht es auf 0,05 runter. Da möchte ich jetzt nicht die Hand darunter halten. Aber da, Sie sehen, das gebundene Chlor wurde halbiert. Die Trübung von 1,2, oder was wirklich furchtbar ist, auf 0,7. Das ist immer noch wirklich schlecht. Das ist nicht gut, aber es ist viel besser als 1,2. Und die haben wirklich in dem, und das war auch in diesem Wasserpark der Natura, die haben hier 30.000 Liter Flüssigchlor eingespart. Also 29 IBCs, oder die dann nicht produziert werden müssen, nicht transportiert werden müssen, keinen Abfall geben, keine Desinfektionsnebenprodukte geben. Also doch, Sie sehen, das Produkt kann richtig viel. Wie sind wir im Timing? Wollen wir den noch kurz reinziehen? Ja. Um beste Wasser- und Luftqualitäten für Schwimmer. Was wir Ihnen in einer Stunde erklärt haben, erklärt Ihnen Howard in 3 Minuten. Dr. Howard Dryden da sie entwickelt. Es ist eine auf biologischen Grundlagen basierende, einzigartige und trotzdem einfache Wasseraufbereitung. Anstatt Bakterien zu großen Populationen wachsen zu lassen und diese anschließend mit viel Chlor abzutöten, verhindert DASI das Wachstum von Bakterien. Es lässt sie gar nicht erst wachsen. Wie funktioniert es? DASI besteht aus 3 Schritten. Erster Schritt, wir benutzen statt Sand unser bioresistentes Filtermaterial AFM. Auf Sand können Bakterien wachsen, auf AFM nicht. AFM wird aus grünem und braunem Recyclingglas in unserer hochautomatisierten Fabrik in der Schweiz hergestellt. Den dafür benötigten Strom erzeugen wir zu 100% solar. Das Altglas wird zuerst mit Regenwasser gewaschen und anschließend bei hohen Temperaturen sterilisiert. Dann wird das weiße Glas mit modernster Technologie aussortiert. Das verbleibende grüne und braune Glas wird in einem speziellen Verfahren gebrochen und gesiebt, um die gewünschten Korngrößen und die hydraulisch ideale Kornform zu erhalten. Zum Schluss wird der Glassand in einem 3-stufigen chemischen und thermischen Aktivierungsprozess zu AFM veredelt. AFM verdankt seine selbststerilisierenden Eigenschaften freien Radikalen, welche sich auf der katalytischen Oberfläche von AFM bilden, wenn sauerstoffreiches Wasser durch den Filter fließt. Die Bioresistenz von AFM verhindert Verklumpungen und Kanalbildungen durch Biofilme im Filterbett. Ungefiltertes Wasser und Krankheitserreger können nicht in den Pool gelangen. Da Biofilme sich im Filterbett nicht bilden können, kommt es nicht zur biologischen Umsetzung von Harnstoff in Ammoniak. Deshalb bilden sich auch keine schädlichen Trichloramine, welche den unangenehmen Chlorgeruch verursachen. Kein Biofilm im Filterbett ermöglicht auch die höhere Rückspieleffizienz von AFM gegenüber Sand.
Dies spart bis zu 50% Rückspülwasser. Der Aktivierungsprozess vergrößert die Oberfläche von AFM und schafft eine hydrophobe, also wasserabstoßende Oberfläche. Das erzeugt herausragende Adsorptionseigenschaften. AFM filtert 50% mehr organische Stoffe als Quarz und Glassand und erreicht Filtrationsschärfen von einem Mikron. Warum ist das wichtig? Weil organische Stoffe im Wasser mit Chlor Chloroform bilden. Chloroform ist ein volatiles und daher schädliches Chlornebenprodukt. Je mehr organische Stoffe ausfiltriert werden, desto weniger Chloroform kann gebildet werden. Schritt 2. Nährstoffentzug. Dr. Dryden entwickelte mit APF ein hochkonzentriertes Multispektrum-Koagulations- und Flockungsmittel, welches gelöste organische Stoffe und Phosphate dem Wasser entzieht. Mit APF verbessern wir die Filtration und entziehen Bakterien die Nährstoffe. APF wird langsam mit einer Schlauchpumpe in einen ZPM-statischen Mischer dosiert. Der ZPM verbessert die Koagulationsreaktionen. Wenn die Verwendung eines ZPM nicht möglich ist, kann APF alternativ in oder direkt vor der Filtrationspumpe dosiert werden. Mit der Kombination von APF und AFM kann eine Filtrationsschärfe bis zu 0,1 Mikron erreicht werden. Ergebnis: Das Poolwasser wird kristallklar. Der Chlorbedarf und damit die Bildung von unerwünschten Chlornebenreaktionsprodukten werden auf das tiefstmögliche Maß reduziert. Schritt 3. ACO für Außenbäder ist ein hochinnovatives und umweltfreundliches Produkt, welches zwei Hauptfunktionen hat. ACO schützt Chlor vor der Photoreduktion durch die Sonne. Dabei wird die Oxidationseffizienz von Chlor nicht wie bei Cyanursäure verringert. Im Gegenteil, ACO wirkt als Katalysator, der die natürliche Oxidationskraft des kurzwelligen UV-Lichts der Sonne verstärkt. Dabei werden freie Radikale erzeugt, welche Schmutzstoffe im Wasser oxidieren. Trübungen und Chloramine werden reduziert. ACO kann automatisch oder manuell dosiert werden. Zusammenfassung: DASI ist die Kombination von AFM, APF und ACO und sorgt für die beste Wasser- und die sicherste Luftqualität. Dies bei den tiefsten Betriebskosten. Genießen Sie das gesündeste Poolerlebnis mit DASI von Dryden Aqua. Gut, okay. Also, ich verspreche Ihnen, es war jetzt das letzte Mal, wo wir Sie so richtig Hirnwäsche unterzogen haben und auch in den letzten drei Lektionen, gebe ich zu, viel Werbung für unsere Produkte gemacht haben. Die nächsten werden wieder anders. Ich möchte noch auf den Film, den finden Sie bei uns auf dem YouTube-Kanal, der ist auch sehr gut, um den Kunden zu schicken als Link. Er erklärt in 4 Minuten, um was es geht. Sonst haben wir hier noch eine sehr schöne Broschüre, 12 Seiten, oder wo das alles sehr im Detail nochmals erklärt ist. Können Sie bei uns runterladen, respektive wir haben es auch in Printform, zumindest in Deutsch und in ein paar anderen Sprachen. Und hier vielleicht noch kurzer Video aus Griechenland. Aus dem armen Griechenland, so kann Poolwasser aussehen. Das ist von Andreas Petridis, ein Wettkampfbecken, und Sie sehen hier 50 Meter rum. Auch für die Damen jetzt mal, wir haben mal einen schönen Mann genommen, nicht immer nur schöne Frauen, he? Um das zu sehen, das geht also mit DASI wunderbar. Gut. Philipp, ja, in einer Woche, um was geht's? In einer Woche geht es um Oxidation, um das DASI Plus, das heißt DASI und unseren Dryden Aqua Generator. Aber über DASI werden wir nicht mehr sprechen, wirklich nur über die verschiedenen Oxidationsmittel, freies Chlor, Redox, was ist der Unterschied, genau. Was ist besser? Was ist Oxidation generell, Redoxpotenzial? Den Diagen werden wir kurz vorstellen, aber dann vor allen Dingen, der Hauptpunkt wird auf Korrosion sein. Ja. Also wir werden jetzt wieder ein bisschen neutraler über Korrosion. Was verursacht Korrosion? Was sind die Faktoren? Den Langelier-Index werden wir Ihnen vorstellen und wir schließen dann mit einer Fallstudie. Ja.